Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Sandland. Was ist in dieser Kiste? Nichts. Schade. Wir waren ein bisschen im Dämonendorf und haben uns da ein bisschen umgeguckt und haben sogar so eine kleine, wie sagt man, so eine Nebenquest unter dem Radar gemacht. Okay, das ist noch grau, das Lesab-Schiff. Also ich glaube, bei den grauen Sachen gibt es da noch was. Boah, hier sind aber viele Grotten. Krass. Aber wir sollen ab in den Süden und das machen wir jetzt auch, denn da unten können wir endlich ein neues Fahrzeug besorgen. Also gehen wir jetzt hier hin. Ups. Oh, vielleicht hätte ich mal die Schatzkistenkarte aufmachen sollen. What in the? Ja, da war ich auch schon mal und kam nicht weiter. Roiling quicksand everywhere you look. One wrong step. And you'll be swallowed up. Don't worry. I'm light as a feather. Aber wenn er wieder zurückkommt, könnten wir doch auch so durchhopsen. Sie. Anyway, we can't proceed south unless we figure out how to get past this place. And how are we supposed to do that? Even the prince sinks like a rock in the stuff. None of our bots will help either. The tanker jump bot would only be even worse off. It would be easy if we could just fly over it. But with planes outlawed. Ja, das juckt uns doch nicht, wenn die verboten sind. You know, ran really fast. Explain, please. It kind of felt like I was sinking more slowly. While I was running. Aha! Cross before sinking to the point of no return, eh? Prince, thief, let's head back to Spino. Let me guess. And to the rescue again? Ja. Ah, da fällt mir auf, ich wollte zwar unbedingt hier den Buggy haben da unten, aber bisher hatten wir ja alle Fahrzeuge sowieso einmal von der Story her gekriegt. Und so wird es jetzt auch wieder sein. Es deutet alles darauf hin. Ab nach Spino, Anne muss uns was bauen. Vielleicht können wir dann sogar Rennen fahren. Und ich gehe mal kurz zu dem Farbenheinz, damit das Ding da weggeht. Hey there! Was hat er denn für neumodische Aufkleber? Nee, den Banditenaufkleber wollen wir nicht. Ach, die Augen. Oh ja, wir können uns eigentlich wieder Augen drauf machen. Aber ich habe nur die linken Augen. Ich bräuchte dann noch ein rechtes. Logos gibt es auch neue. Hä, neu? Zahlen hatte ich doch alle. Ach so, weil ich sie nicht alle einmal angeklickt habe. Ach so, welche gibt es auch noch? Die sieht man doch viel besser. An die ganz oberen. Ach doch, hier auf der Seite gibt es das andere Auge. Auch klar, ich brauch's ja nur auf der Seite. Okay. Neue Augen drauf. Ich überlege, ob ich mir auf die eine Seite die 7,72 machen soll und auf die andere Seite 2,0er.
Oder wäre es halt 7200? Das war auch irgendwie blöd. Hier die 72 und auf der anderen Seite die 86. So. Schnell weg, bevor wir noch mehr ausgeben. Thank you so much. See you. Gut. Gucken mal, ob sie irgendwas Neues bauen. Obwohl, wir reden erstmal mit Anne. Hey Anne, you gotta build us the fastest ride ever. Das ist wahrscheinlich ein Motorrad dann. I'm fine, thanks for asking. Sounds fun, but I need the deets. You see, some intense quicksand is blocking our path south of here. We need something that can zip across it before it sinks. Well, can't you use your car? It's too slow. The sand would swallow it up. And maybe my bike might work. Too bad I don't have it. That's helpful. It got wrecked during my whole high-speed chase with the Royal Army back in Talbo. Couldn't you fix it if you had one of those core frame what's-its? Sure, but I haven't recovered that from the wreck. We'll have to go get it. Then, that's what we'll do. Where is it? I was pretty focused on just getting away. So, I know it should be somewhere north of Talbo, at least. How specific. But I think I'll be able to remember more once we get closer. Good. Let's go together. Sorry, I didn't quite catch that. What did you say? I said, let's go together. So you do need me on the team. That grin of yours is weirding me out. Oh, hush. Ist doch links Parts going already. Teams. Do you need anything? Wenn wir schon hier sind, will ich noch mal kurz gucken, ob es irgendwas Neues, Cooles gibt. Aber ich glaube, beim Bauen kann ich eh keine grünen Sachen bauen. See you later. Ey, alles gut. Okay, dann ab nach Talbo. Da eigentlich noch komisches markiert. Das orangene Ding. Die Grotte. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Muss ein Versehen gewesen sein. Der Baum geht gar nicht ernten. Ich muss da mal gucken, ob ich das Schnelligkeitsding hier. Dann lieber Umbau. Ah, oh, jetzt krieg ich sie wieder umbringen. Hey, you are a general in the Royal Army, right? Boah. So you say that you left the bike somewhere around these parts? Somewhere, yeah. I was kind of focused on escaping. They cut me off as I was going through some rocky tunnel. Strange. I know it's around here somewhere. Maybe the royals claimed it after they arrested you. Ach, da oben.
What's that? A Terrano. Seemed to be carrying something in its mouth. Ein riesiges Zahnrad war das aber doch. Das kann doch nicht vom Motorrad sein. Speaking of which, I've heard that Terranos build their nests out of metal. If that's true, then maybe one of them took my bike? That's quite possible. Then we should go after it. It's already out of sight. Not to worry. They like to nest on rocky cliffs just like these. Let's head after it and see if we can find a way up those cliffs. Terrano vision is very sensitive to movement and shiny objects. You know, it only takes the slightest stimulation to draw their attention. If only it was so easy to get the prince to pay attention. Terranos are especially ornery. Was? Ihr war ich noch nicht? Whatever you do, don't provoke them. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich hier noch nicht hochgekommen bin. See? What did I tell you? Klar war ich hier schon. Kann ich mich daran erinnern? Wenn es mit Terrano dann ist. Vielleicht tauchen auch manchmal neue Kisten auf. Die Kisten, die nur an bestimmten Stellen auftauchen. At least that was sort of fun. Where's the treasure? Unfazed, huh? Was, die haben echt nix hier. Ich will das Metall da mitnehmen. Look, an egg! The inside of the shell is still all gooey. It must have hatched recently. Dang! Wish we'd gotten here faster. We could have made the biggest omelet ever! Ja, hier war ich auf jeden Fall schon mal in dem Terrano, oder ne? Kann sein, dass ich die Kiste übersehen habe, wenn ich so schnell hochgerannt bin. Weil hier, ich weiß noch, wie die dann hier alle kamen, wenn ich da Erz gesammelt habe. Allerdings gab es da noch nichts Besonderes. Ja, hier drüben war auch eine Kiste, ja genau. Krass, da habe ich alle übersehen. Oh, hush. I just remembered a scary rumor about Terranos. Ja, und das Ding habe ich auch schon aktiviert. Apparently it's possible for them to occasionally grow to enormous sizes and become extremely aggressive. Oh, also kommt hier ein riesiger. We gotta catch one! You could probably leap over that quicksand by riding one that big, huh? Were you not listening when I said the giant ones are also extremely aggressive? Is that what I think it is? Ah, da ist das Motorrad. You bet your tail it is. My motorcycle. Sweet. Prince, wait. Ah. Boah, das ist echt riesig. Yeah. Happy to see us. And we've got no chance of outrunning something like that. Then there's only one option left. Ich glaube, ich muss in Jump Pod rein und treffe das ja nicht. Wohl doch, ich treffe. Fire? Prince, get out of there! The ground's on fire! Look out! Wow. Was macht der da? Was hat denn wirklich gefahren? Don Terrano. Jetzt mal den Kleinen. Stirb Don.
müssen noch mehr Kleine, ich will die alle umbringen. Anders mit, du hast mal die Kleine umbringen. Obwohl, die geben alle nur eine Erfahrung, stirbt dann Terrano. Kann man ihm Sattel aufsetzen, wie bei Ark. So? Can you fix it? I'm gonna need some parts for the repairs, but it should be fine. Maybe we can find the parts lying around here. Akzeptiert er mich? You still want some more, huh? Huh? Come at me with all you got, then! Wait! Seriously? I think the Terrano is just trying to protect its eggs. Oh. Don't worry. Those aren't what we're after. He's telling the truth. We just want my motorcycle back. It looks like it understood us. Hmm? Prince, let's get out of here already. Quick, before it changes its mind. Ah, good point. Jo, und wir sind sogar aufgestiegen stark. Jetzt müssen wir den ganzen Krempel noch einsammeln. Wir haben nämlich voll viele hier geledert. Halt's mal an meinem Auto im Kreis. Oh, Terranodon-Flüge. Ach, obwohl, damit kann man einfach nicht richtig rumrennen. Ich frage mich gerade, wenn ich ein Motorrad habe, ob ich das Auto dann überhaupt noch brauche. Sounds tough. It's fine. Things are better now. Ich glaube, hier finden wir keine Parts. Let's use the jump bot. Agreed. Be sure to watch your step and your head. Ich glaube, ich sollte vorne runtergehen. Wo ich auch einfach Schnellreise machen könnte. Aber jetzt kann ich wieder das Auto nehmen. Jetzt nochmal den Sprung mit Super Speed. Joa, ich hab's geschafft. Ich hab's echt geschafft. Ein Reparaturkit kann ich mir mal reinholen. Okay, also alles auf Geschwindigkeit, dann geht es auch. Ich hätte einfach weiterheizen können, dann wäre ich da sogar hochgesprungen. Oh, was Grünes. 20 mm Schnellfeuerkanone, Stufe 10. Hm. Aber ich will eine Schnellfeuerkanone im Panzer. Okay, muss ich aber weiter jumpen. Jetzt schaffe ich es nicht. Ich glaube, ich muss hier einmal komplett durchheizen. Hier Anlauf nehmen soll es klappen eigentlich. Ich habe es einmal geschafft und das
Diesmal habe ich es deutlich geschafft. Also, this place is practically falling apart beneath our feet. Take it slow, you're going to fall through. You must think I'm a real klutz. I can see obstacles here and there too. Watch where you're going. Jo, ich bin auf der anderen Seite. Toll. Na gut, aber ich bin fast in Spino. Likely used for mining and distribution. Gotcha. Just making it easier to bring stuff from town to town, huh? So humans dig these huge tunnels all for themselves, huh? Hier ist doch der Eingang von Spino irgendwo. Da. So. Haben wir gar kein Motorrad. Gut, ein Motorrad kann man dann da auch durchheizen. Hey, are motorcycles really all that fast? They're second only to planes. Oh, ein sehr schnelles Motorrad. Alright, my work here is done. Now I just need the right parts, as per usual. Sure, but don't you need a blueprint too? It's my bike. I could rebuild that thing in my sleep. No kidding. Alrighty then. Do you need anything? Also einige Teile hatte ich schon mal gefunden für ein Motorrad. Aufhängung, eine Primärwaffe. Ach ja, genau, die Aufhängung habe ich gefunden. Okay, ich brauche noch eine Primärwaffe, eine Sekundärwaffe und einen Motor. Fahrzeug. Teile. Oh, eine Schrotflinte ist auf dem Motorrad. Geil. Und direkt eine grüne. Boah, das ist auch grün, das 5mm Maschinengewehr, jawohl. Und einen Motor brauche ich noch, 3-Zylinder-Parallelmotor. Was habe ich denn jetzt eigentlich alles verbaut? Ach, nur zweitklassige Sachen, ja easy. Das verbessere ich doch direkt mal. Oh, da braucht man aber direkt Standardstahl. Machen wir aber. So, jetzt können wir uns ein Motorrad bauen. Köstlich. Oh, ist aber teuer. Stabilisator 2. Motorradaufhängungsteil. Gut ausbalanciert und leicht zu bedienen. Krass, ein blauer Stabilisator. Ah nee, da fehlt mir jetzt eine Raptor-Legierung, um das zusammenzubauen. Ach so, weil das ein Stufe 11 Stabilisator ist. Mist. Dann müssen wir doch den normale Stabilisator bauen. Ach, ich habe einen Wüstenbuggy-Rahmen. Ja, krass. Bobby in den Wüstenbuggy-Rahmen hier. Kann ich das auch schon bauen? Die Teile dafür. Nee. Das lassen sie mich mal nicht bauen. Ah, okay, okay. I see. Dann erstmal ein Motorrad. Um 200.
Ach, ich brauche ja meinen Namen für meine Fahrzeuge. Bicycle, Bike. Bicus Maximus. Ich habe die Sprungmax und ich brauche den die Bike Max. Bicus Max ist besser. Obwohl, ich könnte Bike auch einfach Gerhard nennen. Nee. Mit Gerhard ein reinorgeln. See you later. Gut, korrekt, jetzt habe ich ein Bike. Aber das braucht noch Farbe. Sonst ist es nichts. Das muss auch golden werden. Ich habe die goldenen Vehikel. Vielleicht ein bisschen grüne Akzente. Here we go. Good as new. You are good. Now we can get through that quicksand. Come on, let's take it for a spin. Na ja, sicher. Oh, neue Aufträge. Sehr schön, sehr schön. Wir malen das jetzt noch an. Hey there. Ach, und wir müssen es noch aufleveln. Glanz auch. Das ist noch mehr als golden, oder? Als das hier. Das ist eher Gold, würde ich sagen, oder? Machen wir das mal so. Vielleicht muss ich die anderen dann eines Tages auch nochmal anpassen. Ich weiß nur gar nicht, ob ich, wenn ich schon Farbe dran habe, ob ich dann wieder neue Farbe brauche. Irgendwie will ich mal rote Knarren haben. Primärwaffe. Ach, das gehört zur Waffe. Zu viele Farben ist gar nicht so cool eigentlich. Ja, doch, so gefällt's mir. Wo ist denn der Aufkleber dann? Nee, ich will irgendwie keinen Aufkleber. Aufkleber entfernen Y. Ah, gut. Zumindest den will ich nicht. So, das reicht schon. Ja, jetzt haben wir ein krasses Bike. Das gefällt mir. Thank you so much. See you. Direkt mal die Quest annehmen. Obwohl, die Quest nehmen wir in der nächsten Folge an und testen das Bike. Also wenn ihr die nächste Folge... Die müsst ihr euch angucken. Wir fahren dann mit einem Motorrad, einem goldenen Motorrad durch die Wüste. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.